bisschen windig ist es noch. Aber ansonsten, glaube ich, wird es Sommer, oder? Und wir kommen jetzt auch mit einer neuen Sendung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von MV1, dem Magazin. Heute begrüße ich Sie mit diesem Thema. Südbahn, sie fährt weiter. Volkstheater, Entscheidung ist gefallen. Die Platte lebt, Auszeichnung für Engagement. Sozialgipfel, demografischer Wandel folgenlos. Außerdem haben wir für unseren Blickpunkt MV wichtige Events in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Die Züge fahren weiter zwischen Parchim und Malchow. Aber wie lange noch? Das ist unklar. Denn der Bürgerinitiative ist es gelungen, nur durch Spendengelder die Strecke erst einmal aufrechtzuerhalten. Aber irgendwann sind auch diese Spendengläser leer. Dabei wird die Strecke seit neuestem auch mit Bussen befahren. Damit möchten sich viele aber nicht zufrieden geben. Klar ist, eine endgültige Lösung, die ist noch weit entfernt. Bahnhof Lübs. Wie selbstverständlich kommt an diesem Mittwochmorgen ein Wagen der Hanseatischen Eisenbahn. Fahrgäste steigen zu, sie fahren in Richtung Parchim. In 15 Minuten statt 28 Minuten mit dem Bus. Mit dabei Fahrräder und alles, was dazugehört. Aber selbstverständlich ist dies keinesfalls. Die Bürgerinitiative Pro Schiene hat dafür gekämpft, jetzt schon seit anderthalb Jahren, seitdem bekannt wurde, dass die Verbindung gestrichen und durch Busse ersetzt werden soll. Jeden Monat Mahnwachen, genannt Rote Laternen, außerdem regelmäßige Demonstrationen in Schwerin und viele Gesprächsrunden mit der Kreisverwaltung und der Landesregierung. Trotzdem, der Kampf schien bereits verloren. Wir haben von der Hanseatischen Eisenbahngesellschaft Mitte April oder Ende März haben wir mitgeteilt bekommen, dass der eigenwirtschaftliche Bahnverkehr nicht mehr tragbar ist. Man hatte gehofft, in den vergangenen Monaten eine Lösung zu finden, aber hat gesehen, dass trotz Parallelverkehr kein gemeinsames Handeln möglich war, um hier effizienter zu sein. Dann haben wir aber bei einer unserer letzten roten Laternen ein deutliches Signal aus der Unternehmerschaft bekommen, zu sagen, wir legen hier auch was auf den Tisch, im Gegensatz zu dem, was Christian Pegel immer sagt, dass Unternehmer nur fordern. Nein, sie leisten auch einen Beitrag und das hat dann die Firma bewogen, den Betrieb noch aufrechtzuerhalten für den Monat April. Rund 30 Unternehmen machten sich stark für die Südbahn, darunter die Lübser Brauerei und der Baustoffhersteller Isowehr aus Lübs. Auch aus Orten, die gar nicht an der Südbahn liegen, kam Unterstützung. Birgit Falk leitet das Seehotel in Plau am See. Sie weiß, das touristische Potenzial des Ortes ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir liegen so um die 450, zwischen 450 und 480.000 Übernachtungen. Das ist sicherlich schon beachtlich und da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber nichtsdestotrotz ist immer Luft nach oben. Und die Luft nach oben ist natürlich in der Nebensaison. Für uns im März, April, Anfang Mai, Oktober, November, auch im September noch, wo wir einfach auch Gäste ansprechen wollen, die ohne Auto anreisen möchten. Es gibt auch unglaublich viele Gäste, zum Beispiel in Berlin und Hamburg, was ja auch unsere Quellmärkte sind, die gar kein Auto besitzen, weil man in Großstädten gar kein Auto mehr braucht. Das Land lässt parallel bereits seit Januar Busse fahren, die sogenannte Südbahn ablösen sollen. Clemens Russel, Vorsitzender der Initiative, sieht aber die Verkehrsmittel nicht im Wettstreit. Im Gegenteil. Wir brauchen ein System Hand in Hand, Bus und Bahn zusammen. Die müssen sich ergänzen. Jeder Verkehrsträger hat seine Stärken. Die Bahn ist schnell, sie hat Direktverbindungen, sie verbindet uns mit Ludwigslust und Waren, mit den Fernbahnhöfen, sie verbindet Unter- und Oberzentren und der Bus ist für die Feinverteilung da. Wir wollen keinen Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern. Wenn es die Landesregierung oder unser Landrat will, dann sollen sie es machen. Wir wollen Hand in Hand zusammenarbeiten. Wir kennen genug Busfahrer der Linien 77, wir nennen den immer den Pegelbus, die sagen, das ist hier Unsinn, was hier läuft, wir müssen zusammenarbeiten. Für die Mitglieder der Bürgerinitiative ist klar, die Südbahn ist eine Lebensader der ländlichen Region, die ihren Anschluss nicht verlieren will. Weil meine Frau und ich und auch unsere Nachbarn häufig mit den Rädern unterwegs sind und zwar gerne in die Mecklenburger Seenplatte. Und da können wir mit der Bahn wunderbar die Räder mitnehmen. Das ist mit dem Omnibus überhaupt nicht möglich. Und die ganze Strecke beispielsweise bis Malchow oder Waren mit dem Fahrrad zu fahren, ist uns zu weit. Deswegen haben wir die Bahn sehr häufig und gern benutzt und werden sie auch weiterhin gern benutzen.
Ich bin Mecklenburger. Ich bin hier geboren in Mecklenburg-Vorpommern und zwar im östlichen Teil. Ich bin hier groß geworden, alt geworden. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Land und für dieses Land gearbeitet. Ich wohne jetzt hier in diesem Raum. Ich habe die letzten Jahre diese Bahn sehr häufig nutzen müssen, um meine Mutter im Pflegeheim im Raum Neubrandenburg zu besuchen. Und ich bin auch in einem Alter, wo ich weiß, dass man eine Toilette braucht für eine solche Tagesverbindung. Und ich habe auf diesen Fahrten viele junge Leute auch kennengelernt, die sagen, meine Bindungen sind hier noch in Mecklenburg-Vorpommern, aber wenn man die Bahn uns nimmt, dann habe ich keinen Halt mehr, hier nach Hause zu kommen. Meine Tochter, die wohnt in Hamburg. Jetzt müssen wir jedes Mal, wenn wir fahren, erstmal ein Taxi nehmen, weil wir haben kein Auto mehr. Wir sind schon weg aus dem Alter und dann wollen wir auch nicht mehr. Dann müssen wir uns ein Taxi nehmen. Das kostet Geld, überheblich Geld, damit wir den Anschluss kriegen bis nach Hamburg. Ne? Früher haben wir uns im Bus in die Eisenbahn gesetzt und dann sind wir losgefahren bis Hagenow. Ne? Und eines will die Initiative nicht sein, eine reine Protestbewegung. Es geht ihnen um Dialog. Die Bürgermeister der betroffenen Städte wurden zeitig mit ins Boot geholt. Gudrun Stein, Bürgermeisterin in Lübs, kennt die Probleme, die durch die wegfallende Bahnverbindung entstehen. Auf mich sind zum Beispiel ältere Bürger zugekommen, die auch sich für den Erhalt der Bahn eingesetzt haben, die dann gesagt haben, gut, jetzt wollen wir mal testen, wie gut ist denn das Bussystem? Funktioniert denn das? Und da sind wirklich Bürger Test gefahren. Die sind mit dem Bus hier auf dem Busbahnhof losgefahren, um dann am Bahnhof Parchim einsteigen zu können. Und sie haben den Zug verpasst, weil die Verhältnisse auf der Straße sind eben so, dass auch der Busfahrer das nicht immer hundertprozentig in der Hand hat, die Zeiten zu schaffen. Und wir haben ja noch ein weiteres Problem. Das Thema Kinderarzt ist ja sehr problematisch. Das heißt, wir haben hier keinen Kinderarzt mehr, in Plau keinen mehr, sondern den nächsten in Parchim. Wenn eine Familie mit Kind zum Kinderarzt will und kein eigenes Auto hat, dann haben die das Problem, wie komme ich denn da nun hin? Vor allen Dingen zu welchen Zeiten? Eine dauerhafte Lösung könnte ein Verkehrsangebot des Infrastrukturbetreibers Regio Infra sein. Es enthält eine Kombination der Südbahn mit dem Busverkehr. Das Problem: Für eine vernünftige Lösung fehlen derzeit mindestens 216.000 Euro. Aber vom Land werde es kein Geld geben, das stellte Infrastrukturminister Christian Pegel klar. Unter 10 Personen im Durchschnitt in einer Eisenbahn. Das können Sie bei den erheblichen Kosten zwischen 10 und 12 Euro pro gefahrenen Kilometer einer Eisenbahn überhaupt nicht begründen. Und Sie kriegen die Zahlen auch problemlos mit Bussen transportiert. Wir haben neue Busse gefördert, wir haben komfortable Busse gefördert, die Fahrräder mitnehmen können, die barrierefrei sind. Wir haben also alle Anforderungen, die an uns gestellt waren, in die Diskussion der letzten 2 Jahre erfüllt. Darüber hinausgehende Anforderungen werden wir nicht erfüllen, sondern wir werden das Verkehrsangebot mit den Bussen weiterhin absichern. Wenn die Kreise sich gemeinsam mit anderen Beteiligten da anders entscheiden wollen, dann haben wir gesagt, verhandeln wir gerne, aber nicht über die finanzielle Zuwendung. Die wird über das nicht hinausgehen, was bisher im Raum steht. Keine endgültige Antwort haben bisher die 2 betroffenen Landkreise gegeben. Die Bürgerinitiative hofft, dass diese noch bei der Einwerbung der Mittel helfen werden. Sicher ist nur eines derzeit: Aufgeben kommt für Pro Schiene nicht in Frage. Gerade einmal ein paar Monate war er im Amt, jetzt hat es sich erst einmal ausgespielt für den ehemaligen Intendanten des Rostocker Volkstheaters. Der Grund war ein IS-Vergleich. Das hat bundesweit in den Feuilletons der Kulturmagazine für einen Aufschrei gesorgt. Die Frage ist, wie weit darf ein Künstler, darf ein Intendant gehen? Am Montag gab es die letzte Chance, das Ruder auf dem großen Theaterschiff noch einmal rumzureißen. Ein Drama in 3 oder mehr Akten. Montag, 13. April. Neuer Markt, Rostock. Rund 800 Menschen sind gekommen, um vor dem Rathaus lautstark für die Wiedereinstellung des entlassenen Intendanten Sevan Laçinyan zu demonstrieren. Unter den Demonstranten sind auch so prominente Redner wie der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse. Meine Damen und Herren, liebe Rostocker Nachbarinnen und Nachbarn, da kommt einer aus Berlin und mischt sich in die inneren Angelegenheiten Rostocks ein. Man sieht auch aus der Ferne, dass das hier ein wichtiger und dramatischer Vorgang ist. Ob die Frage, ob die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns weiterhin ein volles Theater, ein 4-Sparten-Theater hat, oder ob
durch eine Teilzerstörung des Theaters dieses Theater insgesamt gefährdet wird. Zweitens die Entlassung eines Intendanten nach einer politisch eher problematischen Äußerung ist ein wirklicher Fehler, denn genau derselbe Intendant hat dieses Theater wieder in die Erfolgsspur geführt. Und das sollte man nicht bedanken, dadurch, dass man ihn rausschmeißt. Also das sind fatale kulturpolitische Entwicklungen, die hier zu sehen sind und die jemanden, der leidenschaftlich an Kultur interessiert ist, beunruhigen müssen. Auch andere SPD-Politiker fordern auf dem neuen Markt in Rostock eine Abkehr von der auf Theaterkürzungen und Spartenabbau angelegten Kulturpolitik, die im Übrigen durch einen SPD-Kulturminister und durch die SPD-Fraktion der Rostocker Bürgerschaft vorangetrieben werden. Ich glaube, man muss einige Leute, die in der Bürgerschaft durchaus vernünftig ticken und zum Teil auch dem Druck nachgegeben haben, weil sie zermürbt waren, die muss man wieder aufbauen. Denen muss man den Rücken stärken und Rückgrat einziehen. Ich hoffe, das gelingt uns. Am selben Tag kassiert die Rostocker Bürgerschaft auf einer Sondersitzung die Entlassung durch den Hauptausschuss und forderte den Oberbürgermeister Roland Medling auf, den Intendanten wieder einzustellen. Eine klare Entscheidung, die mit Stimmen aus allen Fraktionen möglich wurde. Der Oberbürgermeister überlegt nun, ob er gegen die Entscheidung der Bürgerschaft Klage einreicht, weil sie sich seiner Ansicht nach gegen das Wohl der Stadt richte. Für ein Interview mit MV1 zur Frage, wie er das Wohl der Stadt in dieser Sache wohl definiert, ist der Oberbürgermeister trotz wiederholter Anfrage nicht bereit. Fest steht, dass jeder Tag, der ohne die Umsetzung der Entscheidung der Bürgerschaft verstreicht, für das Theater schädlich ist. Wir brauchen möglichst schnell eine Entscheidung. Kehrt Herr Lacinian wieder oder wird das eine längere Hängepartie, damit wir auch abgleichen können, was passiert mit unserem Programm im Herbst? Wie sieht das aus und wer ist da federführend? Kulturminister Matthias Brotkorb überlässt die Entscheidung in Sachen Volkstheater den Rostockern. Zumindest vor der Kamera. Jeder weiß, dass er sich eng mit dem Oberbürgermeister und der SPD-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft abstimmt. Wenn das Rostocker Theater, das ja in einer doppelt so großen Stadt steht, wenn das ungefähr die Einnahmen hätte von Schwerin, dann würden wir diese Diskussion gar nicht führen müssen. Das heißt, das Wichtigste, was wir alle tun können, um das Rostocker Theater zu unterstützen, ist, selber ins Theater zu gehen. Und deswegen wünsche ich mir da auch da die Initiative, dass möglichst viele Rostockerinnen und Rostocker ins Theater gehen, um dieses Theater möglichst gut aufrechtzuerhalten. Geh in dich und komme zur Vernunft. Wer Musik negiert, auch Schauspiel streicht und Kunstgenuss, muss mir mein Theater doch lassen stehen und mein Ballett, das du nie getanzt. Natürlich hat der Minister recht, wenn er von den Rostockern verlangt, häufiger ins Theater zu gehen. Viele Rostocker haben auch Lust auf mehr Theater und der Streit für ihren Intendanten hat diese Lust auch noch befeuert. Eine Klage des Oberbürgermeisters gegen die Entscheidung der Bürgerschaft hätte für Rostock und das Theater desaströse Folgen. Sevan Lacinian ist in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern und deutschlandweit zu einer Identifikationsfigur geworden. Er steht nicht nur für einen Neuanfang am Volkstheater Rostock, er steht für eine unbequeme Theaterkultur, die sich gegen Einschnitte und substanzlose Sparkonzepte richtet. Ein ausführliches Gespräch mit dem Intendanten des Volkstheaters Rostock, Sevan Lacinian, sehen Sie im weiteren Verlauf der Sendung. Jahre Mecklenburg-Vorpommern. Wir im Land zum Leben. Unter diesem Motto feiern wir gemeinsam auf 5 Events unser Landesjubiläum. Feiern wir gemeinsam 25 Jahre Mecklenburg-Vorpommern. Mehr Informationen zu unserem Landesjubiläum finden Sie im Internet. Wir im Land zum Leben. Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise. Eine Reise zu den entferntesten Regionen. Die Entdeckung der Pole. Unter diesem Motto steht die 17. Klassiknacht des Rostocker Zoos. Erleben Sie unter dem Rostocker Sternenzelt in unmittelbarer Nachbarschaft von Eisbär und Pinguin Werke von Jean Sibelius und Edvard Grieg.
Karten für dieses grandiose Event bekommen Sie unter mehrtickets.de, dein Ticketshop. Online kaufen, zu Hause drucken. mehrtickets.de. Das ist Paul und sein Hotel. Paul denkt viel nach. Im Moment vor allem über seinen Energieverbrauch. Da muss Beratung her. Ökoenergie, das ist die Lösung. Beratung, Analysen und Förderanträge. Die Stadtwerke Rostock wissen, wie es geht. Die Ökoenergiepartner besorgen den Einbau. So wird aus der alten Heizung ein neues, leistungsstarkes Blockheizkraftwerk. Kraft-Wärme-Kopplung heißt das Prinzip. Wenn Paul jetzt heizt, erzeugt er gleichzeitig Strom. Den Strom kann Paul selbst verbrauchen und verkaufen. Das spart so richtig. Und ökologisch ist das auch. Bei einem Wirkungsgrad von 90% verbraucht Paul viel weniger Energie. Mit Ökoenergie punktet Paul nicht nur bei der Umwelt, auch die Kunden sind begeistert. Die Platte lebt. Ein Verein, der sich hier in der Stadt Schwerin um die sozialen Brennpunkte kümmert. Letztes Jahr, 2014, veranstaltete er ein großes Demokratiefest. Jetzt, dieses Jahr, wird er selbst ausgezeichnet mit dem großen Demokratiepreis. Am Dienstag kürte das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Schweriner Schloss 7 norddeutsche Preisträger des Wettbewerbs Aktiv für Demokratie und Toleranz 2014. Insgesamt wurden 66 Initiativen und Projekte aus der ganzen Bundesrepublik ausgezeichnet. Für Demokratie müsse immer gekämpft werden, betonte Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider in ihrer Eröffnungsrede, egal ob 1848 bei der Deutschen Revolution, 2006 nach Einzug der NPD in den Landtag oder angesichts aktueller fremdenfeindlicher Demonstrationen. Der Schweriner Heiko Lietz, Botschafter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, sieht die Lage sogar noch dramatischer. Man sagt mal, wir sind für die Menschenrechte, aber man meint damit eigentlich nur die politischen und bürgerlichen Menschenrechte, die im Grundgesetz verankert sind. Aber die Menschenrechte sind unteilbar. Und diese Blockade, dass Menschenrechte, wenn sie unteilbar sind, auch in die Verfassung reinkommen, das ist eigentlich meine politische Arbeit seit der friedlichen Revolution. Ich bin hier in diesem Haus, bin ich in der Verfassungskommission gewesen, bin deswegen, als wir damals unsere Landesverfassung hatten, bin ich an diesem Punkt gescheitert, dass die Mehrheit das nicht wollte. Und deswegen habe ich unsere Landesverfassung abgelehnt, weil sie nicht ausreichend ist. Frau Brettschneider sprach vom halben Glas, aber ich möchte gern volles Glas haben. Und dafür haben wir eine Revolution gemacht, nicht, dass wir mit dem halben Glas uns abfinden. Besonders in den Bereichen Bildung für sozial Schwache und Kinderarmut seien die gleichen Rechte noch lange nicht erreicht. Projekte wie Rockkids St. Pauli oder Lesepaten aus Rheinbeck zeigten, Engagierte meckern nicht nur, sie packen an. Der Verein Die Platte lebt aus Schwerin wurde für sein Demokratiefest kurz vor den Kommunalwahlen 2014 ausgezeichnet. Bürger und Politik setzten sich dort intensiv mit den Problemen auseinander. Das Preisgeld fließt direkt in die nächste Ausgabe des Festes. Aber den Kampf für Toleranz kämpft der Verein täglich. Zwischendurch läuft ja immer ganz viel. Also gestern gerade war der runde Tisch Asyl, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie können wir Ehrenamtliche mit einbringen, um die Asylbewerber und Flüchtlinge zu unterstützen. Ne? Wir haben den runden Tisch Soziales. Wir haben ja auch im Eiskristall das offene Forum zur Zeit der MVGIDA-Demos installiert. Da müssen wir auch gucken, wie es weitergeht. Das ist jetzt erstmal liegt ein bisschen auf Eis. Aber es ist ja täglich Demokratie, die wir da zu bewältigen haben. Aber das Demokratiefest, also wir nennen es diesmal Bürgerfest für Demokratie und Menschenrechte, wird natürlich dann der nächste Höhepunkt sein am 17. Mai. Auch mit dem offenen Forum, an dem sich MVGIDA ebenso beteiligen durfte wie alle anderen auch, sorgte Die Platte lebt für Aufsehen. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz beobachtet solche Versuche genau. Es ist, glaube ich, ein interessantes Format. Wir haben auch mitbekommen, dass es ja sehr kontrovers diskutiert wird.
inwieweit man nicht nur miteinander ins Gespräch kommt, sondern wo sicherlich auch Grenzen gesetzt werden, nicht nur hinsichtlich Gesprächspartner, sondern auch der Frage, inwieweit bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, eben um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wir wollen zum einen, ich sag mal, diese Erfahrung weiter begleiten und möchten sie eben auch einbeziehen als einen Baustein in eine bundesweite Veranstaltung, die wir zu dem Thema planen, wie sich eben Zivilgesellschaft mit aktuellen Bewegungen und Entwicklungen wie beispielsweise auch Pegida auseinandersetzen kann. Mit dem Online-Portal Demokratie vor Ort will das Bündnis für Demokratie und Toleranz die Vernetzung von Initiativen und Beratungsstellen erleichtern. Einzelne, die sich dem Kampf für gleiche Rechte anschließen möchten, finden dort bereits mehr als 500 Projekte. Sollte Cannabis hier in Mecklenburg-Vorpommern legalisiert werden? Ja, die Meinungen sind gespalten. Die Grünen positionieren sich aber ganz klar mit Ja, sollte es. Dies und mehr jetzt im Blickpunkt MV. Um ganze zwei Drittel sind die Küstenmeer-Windparkpläne der Landesregierung geschrumpft. Zahlreiche Einwände in der ersten Phase des Beteiligungsverfahrens hätten dazu geführt, gab Energieminister Christian Pegel am Dienstag bekannt. Die für Tourismus, Naturschutz und Wirtschaft zuständigen Ministerien, Bundesbehörden und viele Bürger hätten vor allem moniert, dass mehr Platz für die Schifffahrt bleiben müsse, dass Vogelzuggebiete berücksichtigt werden müssten und dass Touristen von Aussichtspunkten einen ungestörten Blick auf den Sonnenuntergang haben sollen. Das ursprüngliche Planungsgutachten war vom absolut möglichen Maximum ausgegangen. Sie werden eine Menge Faktoren finden, wo man sagt, hättet ihr die nicht immer sehen müssen? Ja, ich glaube, viele der Punkte haben eine Rolle gespielt, aber dann gehört eben auch dazu, dass ein Gutachter sagt, ihr könnt doch einmal versuchen, etwas näher an die Schifffahrtswege heranzugehen. Und dann wiederum suchen wir den Austausch mit der entsprechend zuständigen Behörde, das ist eine Bundesbehörde, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und wenn die uns sagen, sie haben große Sorgen, dass dieser gutachterliche Vorschlag akademisch zwar gut funktionieren kann, sie aber praktisch das nicht so einfach umsetzbar sehen und sie als zuständige Bundesbehörde, die darüber Entscheidungen trifft, diesen Weg so weitgehend nicht mitgehen würden, dann tun wir einfach klug daran, mit den Kolleginnen und Kollegen, die zuständig sind, die das am Ende entscheiden müssen, gemeinsam einen Kompromiss zu suchen. Und das haben wir dann an den vielen verschiedenen Stellen getan. Das wichtigste Gebiet vor dem DARS mit fast 400 Anlagen sei geblieben, betonte der Minister. Wenn das Kabinett den jetzt vorgelegten Entwurf beschließt, soll im Juni die zweite Phase des Beteiligungsverfahrens starten. Weitere Änderungen sind also nicht ausgeschlossen. Bis 2030 sollen in MV etwa 600 Offshore-Windkraftanlagen aufgestellt sein und gemeinsam mit weiteren grünen Energiequellen 6,5% des bundesweiten Bedarfs decken. MV1. Mein Land, mein Sender. Unter dem Motto Das Ortsgespräch – Leben in Warnemünde fand am 15. April der Auftakt für eine neue Veranstaltungsreihe statt. Eine öffentliche Diskussionsrunde zwischen Bürgern, Experten und Politikern zu wichtigen Themen der Stadtentwicklung, und zwar aus Kindersicht. Über 2 Stunden wurde konstruktiv kritisiert und diskutiert. Von Verkehrssicherheit bis Spielplatzmangel wurden Dinge angesprochen, die das Ostseebad mehr oder weniger lebenswert für Kinder machen könnten. Ich finde es spannend, dass eine Schule sich dem Thema widmet, Stadtentwicklung aus Kindersicht. Ich hoffe, dass es nicht nur um Stadtverkehr geht, sondern auch über andere Dinge. Wie werden Kinder in die Stadtplanung mit einbezogen? Ich hoffe auch, dass die Schule konsequent ist und das nicht als Einmalerlebnis auffasst. Ne? Denn dann kommen wir vorwärts. Wir haben in unseren Leitlinien Beteiligungsverfahren für Kinder. Aber ich kann kaum erkennen, dass Kinder einbezogen werden. Wenn Sie an die Diskussion denken, Mittelmole, das machen alles die Alten. Wo sind die Kinder in diesem Planungsverfahren? Ein wichtiges Thema war die Zunahme von Ferienunterkünften zulasten von Wohnraum. Eine Tatsache, die es gerade jungen Familien schwer macht, in Warnemünde zu guten Mietkonditionen zu leben. Viele Anregungen kamen auf den Tisch, die laut dem Urteil der Diskussionsteilnehmer auch umsetzbar sein sollten. Und eines zeigte der Abend: Kinder brauchen eine Lobby und sollten selbst aktiv in die Ortsgestaltung einbezogen werden. Kinder haben hier in Warnemünde keine Lobby
Und wir wollen einfach mehr die Kinder zu Gehör bringen, dass ihre Meinung auch in den Gremien gehört wird, damit wir wissen, was wir hier verbessern können im Ort. Das war unser Ansinn und wir wollen die Interessen der Kinder besser vertreten. Das Ortsgespräch ist eine Initiative, die auch in anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern Schule machen könnte. Gerade in den Seebädern gibt es oft den leidigen Spagat zwischen Tourismus und Ortsentwicklung. MV1. Mein Land, mein Sender. Der einzige Marathon, bei dem die Schnellsten verlieren. Am Donnerstag wurde erstmals ein sogenannter Blitzermarathon parallel in 22 europäischen Ländern durchgeführt. In Schwerin waren seit 6 Uhr morgens 2 Messteams der Polizei unterwegs. Insgesamt waren es 192 Messstellen in ganz MV. Innenminister Lorenz Kaffier besuchte eines davon auf der Ludwigsluster Chaussee, die mit ihren 4 Spuren immer wieder zum Rasen verleitet. Ein Unfallschwerpunkt. Geschwindigkeitssünder werden bei der Lasermessung direkt mit ihrem Fehler konfrontiert. Dieser Lerneffekt ist für den Innenminister ein Vorteil gegenüber von starren Blitzern. Außerdem kamen die Blitzer der Region vor kurzem in negative Schlagzeilen, weil der Landkreis Ludwigslust-Parchim Blitzerfotos von einer privaten Firma auswerten ließ, wurden etliche Verwarnungen für ungültig erklärt. Es ist ja klar geregelt, wer für hoheitliche Aufgaben zuständig ist, und innerhalb der Landespolizei wird das durch die Polizei wahrgenommen. Wir haben ja in großen Teilen, gerade was die stationären Blitzeinrichtungen sind, das auf die Landkreise übertragen, und dort ist es in der Tat so, dass es offensichtlich Meinungsverschiedenheiten gibt, ob man hoheitliche Aufgaben an Dritte, sprich an Private, vergeben kann. Da hat das Gericht vor kurzem dementsprechend ein Urteil gesprochen und das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Dank umfangreicher Vorwarnungen hielt sich die Zahl der Raser in der Landeshauptstadt beim Blitzermarathon eher in Grenzen. Die Zahl der Unfälle mit Toten oder Verletzten ist seit Jahren rückläufig. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten, sprich Raser, steigt dagegen eher. MV1. Mein Land, mein Sender. Was fehlt den Bürgern am meisten in Mecklenburg-Vorpommern? Am besten weiß das der Petitionsausschuss des Landtages. Was ist nun mal die größte Versorgungslücke? Den Bürgern in MV fehlt deutsche Musik im Radio, nämlich Schlager. Mit diesem Problem hat sich der Petitionsausschuss am Donnerstag beschäftigt. Die entsprechende Petition wurde von der Deutschen Initiative für mehr deutsche Musik im Radio, DEMURAD, eingereicht. DEMURAD wurde 2001 nach der Umstellung des Programms vom NDR1 Radio MV ins Leben gerufen. 80% der Musiktitel in englischer Sprache und nur 20 auf Deutsch. Das ist für die Wutbürger einfach unzulässig. Wir bitten darum, haben darum gebeten, dass unser Ministerpräsident dafür eintritt, dass der NDR-Staatsvertrag verändert wird. Mit einem kleinen Passagen, zum Beispiel in § 3 des NDR-Staatsvertrages in Landesfunkhäuser, dass dort der Satz mit hineinkommt, dass das Musikprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender, die dem NDR-Staatsvertrag zugehörig sind, hauptsächlich in deutscher Musik geschehen wird. Die nahezu komplette Chefetage des Landesrundfunkhauses Schwerin wurde mit recht unangenehmen Fragen konfrontiert. Warum werden Schlagerfans ausgegrenzt und missachtet? Warum ist es der Generation 50 plus nicht erlaubt, regelmäßig atemlos durch die Nacht zu rasen? Die Antwort, von Höflichkeiten abgesehen, konnte so klingen. Da hat jemand vielleicht zu viel griechischen Wein getrunken. MV1. Mein Land, mein Sender. Cannabis ist Einstiegsdroge. Cannabis macht Jugendliche kriminell. Cannabis macht langsam. Viele Mythen und Vorurteile kreisen um die Legalisierungsdebatte. Das behaupten zumindest die Grünen und haben deshalb am Montag zur Infoveranstaltung Küchenkabinett einen Experten für Abhängigkeitserkrankungen eingeladen. Dr. Markus Stuppe von den Helios-Kliniken. Das Abhängigwerden sei kein größeres Problem als bei Alkohol und Tabak. Aber andere Wirkungen seien problematisch.
Es setzt beim heranreifenden Gehirn irreversible Defizite, wenn in der Phase Cannabis konsumiert wird. Also man kann, wenn man Jugendlicher ist und Cannabis mehr oder weniger regelmäßig konsumiert, Nachteile haben dadurch, dass Aufmerksamkeit, Konzentration, Lernfähigkeit auf Dauer und irreversibel schlechter ist als bei Jugendlichen, die das nicht konsumiert haben. Noch nicht eindeutig geklärt ist, inwiefern Cannabis Psychosen auslöst. Im März wagten die Grünen auf Bundesebene mit ihrem Entwurf für ein Cannabis-Kontrollgesetz einen Vorstoß Richtung Legalisierung bzw. Regulierung. 30 Gramm für den Eigenbedarf oder 3 Pflanzen sollen erlaubt werden. Eine ordentliche Menge, aber nur Erwachsene sollen ungestraft konsumieren dürfen. Auch in MV soll die Diskussion befeuert werden. Also wenn ich jetzt für Mecklenburg-Vorpommern das sehe, dann denke ich, dass wir eine öffentliche Anhörung im Sozialausschuss im Landtag anstreben. Dort soll das Pro und Contra diskutiert werden. Einerseits eben das, was für den Privatgebrauch ist, andererseits, was ist medizinisch möglich. Dann muss das Innenressort mit dran, also zu gucken, was ist mit Entkriminalisierung. Ist es vielleicht auch ein Wirtschaftsfaktor? Hanf als Nutzpflanze, also ich denke, da gibt es viele Ansatzpunkte, die zu betrachten sind. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, zu entmystifizieren. Am 9. Mai wird es in Rostock eine Demonstration vom Hanfverband geben. Länder wie Portugal, Tschechien, einige amerikanische Bundesstaaten, Uruguay und die Niederlande haben bereits Erfahrungen mit der regulierten Abgabe gesammelt. MV1. Mein Land, mein Sender. Seit dem 1. Januar ist der Mindestlohn in Deutschland Realität. Doch dessen Umsetzung bleibt eine Herausforderung für Politik und auch für Wirtschaft. Unter der Schirmherrschaft von der Arbeitsministerin des Landes, Birgit Hesse, fand am Dienstag in Schwerin eine Konferenz genau zu diesem Thema statt. Im Mittelpunkt zahlreiche Fragen, deren praktische Lösung noch einer umfangreichen Aufklärung bedarf. Vor allem Kleinunternehmer, Handwerker und Gewerbetreibende brauchen diesbezüglich mehr Informationen aus erster Hand. Ebenso ist die Akzeptanz des Mindestlohns nicht immer vorhanden. Da geht es um ganz einfache Fragen, zum Beispiel, wie schreibe ich Nachweiszettel? Da geht es aber auch um Fragen der Schichtarbeit in den Callcentern etc. Also eine ganze Bandbreite, und wir wollen heute versuchen, so viel wie möglich davon zu beantworten. Vertreter des Bundesfinanzministeriums hielten auf der Konferenz spezielle Vorträge zu solchen Themen wie Schwarzarbeitsbekämpfung und Kurzarbeit. Mehr als 300 Kilometer, über 3000 Teilnehmer im vergangenen Jahr, 7 Versorgungspunkte entlang einer der schönsten Naturstrecken Deutschlands in einer einzigartigen Seenlandschaft. Am 29. Mai 2015 startet die 2. Mecklenburger Seenrunde, das größte Radevent in Mecklenburg-Vorpommern. Die AOK Nordost und ihr Team sind auch 2015 mit dabei. Macht mit und kommt zur Mecklenburger Seenrunde 2015. Starte jetzt gesund in eine aktive Zukunft. Wir unterstützen dich dabei mit dem AOK Gesundheitskonto und dem AOK Sportpaket Lauf und Fitness. AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alter? Wer kennt sie nicht? Die packende Geschichte um Dschungelkind Mowgli. Baloo der Bär, Shere Khan und Ra treffen sich mit euch auf der Freilichtbühne in Schwerin am Samstag, dem 11. Juli um 16 Uhr. Inszeniert vom erfolgreichsten Kindermusicalmacher Deutschlands, Christian Berg. 5 tolle Darsteller in 20 atemberaubenden Rollen und Kostümen. Erlebt die packende Geschichte. Lasst euch überraschen und werdet ein Teil vom Dschungelbuch. Am Samstag, dem 11. Juli 2015 auf der Freilichtbühne Schwerin. Karten und Infos bekommt ihr auf www.mehrtickets.de. Online kaufen, zu Hause drucken. Das ist Rostock, die schönste Stadt im Norden. Und das ist der Rostock Shop im Ostseepark. Hier bekommen Sie alles rund um das Thema Rostock. Hochwertige Kleidung, modisch designt.
Rostock-Shop. Zeig, wo du gern bist. www.rostockshop.de. Zum mittlerweile sechsten Mal haben die Sozialverbände im Land zum großen Sozialgipfel eingeladen. Der demografische Wandel ist unaufhaltbar. In knapp 5 Jahren, so die Einschätzung der Experten, werden knapp 10% der Bevölkerung der Generation Ü80 angehören. Die Landespolitik erwähnt immer wieder mögliche Maßnahmen, um die Versorgung für die Älteren im Land zu verbessern. Allzu viel ist aber noch nicht passiert. Die Sozialverbände sagen, jetzt anfangen, um noch rechtzeitig etwas zu verändern. Der demografische Wandel nimmt zu und das hier im Land mit größeren Schritten als in der Bundesrepublik. Denn 20 Jahre früher als im Bundesdurchschnitt, nämlich im Jahre 2030, wird jeder Dritte im Land älter sein als 65 Jahre. Wie soll dann das Älterwerden aussehen? Auf dem 6. Sozialgipfel, ausgerichtet von den Sozialverbänden im Land, wurde diskutiert, wie ältere Generationen würdevoll in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Zwar wird von Seiten der Politik immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht, aber es muss sich etwas verändern. Und zwar jetzt, so die Verbände. Einer muss den Motor spielen, ja, muss den Initiator spielen, dass wir sagen, in Unterzentren, Mittelzentren, Stadtteilen, aber wir sagen, nein, auch in einer selbstständigen, eigenständigen Gemeinde brauchen wir ein Gemeindewesen, aber auch ein soziales Gemeindewesen. Ein soziales. Und wir brauchen eine Stimme aus der Region. Also wenn wir sagen, wir wollen aus der Wohnung heraus, aus der Wohnung der Älteren heraus schauen, dann müssen wir zu der Gemeinde gehen und sagen, es muss in diesem Ort, muss es Menschen geben, die in der Lage sind, dieses auszudrücken, sich zu kümmern. Und dann sind wir am Tisch, dann holen wir die Kommune am Tisch und dann entstehen die ersten gemeinsamen, das ist das Wichtige, die ersten gemeinsamen Initiativen, aber abgestimmt mit den Menschen in dem Ort oder in dem Stadtteil, aber nicht von zentraler Stelle diskutiert und aufgesetzt. Vor allem aus den ländlichen Regionen ziehen viele junge Leute weg. Die ältere Generation bleibt oft allein zurück. Die medizinische Infrastruktur schwach. Die Wege zu den Ärzten in den Städten lang. Pilotprojekte, Mediziner in genau diese Region zu bringen, schlugen fehl. Eine mögliche Lösung, Ärzte aus dem Ausland. Das klingt sehr drastisch. Über 30% der Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern sind bereits nicht stämmig in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Bundesrepublik. Und wir wissen, dass diese Ärzte eine engagierte und sehr gute Arbeit leisten. Wir haben natürlich als Sozialverband und auch ich selber als Arzt immer das Problem im Hinterkopf, diese Menschen sind in anderen Ländern ausgebildet worden für eine Bevölkerung, die in den anderen Ländern zurückgeblieben ist und die fehlen dort. Wir haben ein moralisches, ein Problem mit unserem Solidaritätsempfinden. Aber die meisten dieser Ärzte sind hier gut integriert, die Deutschkenntnisse sind gut. Durch diese Forderungen und den Ausbau von Ehrenämtern im Pflegesektor sei man dem demografischen Wandel in Zukunft gewachsen, so die Verbände. Klar ist, es muss einen Wandel geben, und zwar schnell, damit auch die Bewohner in ländlichen Regionen ihren Lebensabend in ihrem gewohnten Umfeld verbringen dürfen. Bereits in 5 Jahren werden 9,1% aller Einwohner des Landes älter sein als 80 Jahre, so die Einschätzungen. MV1. Mein Land, mein Sender. Karl Wilhelm Otto Lilienthal hatte einen Traum, sich mit einem Flugzeug von der Erde zu erheben und es über die Wolken zu steuern. Die meisten seiner Zeitgenossen gaben sich Ende des 19. Jahrhunderts damit zufrieden, dass dies wohl ein Traum bleibt.
nicht Aberlilienthal. Mit den ersten Gleitflügen weltweit schrieb er 1891 Luftfahrtgeschichte. Auf der ganzen Welt eifern damals wie heute Flugschüler seinen beispielhaften Pioniergeist nach. Welche Überlegungen dieses Genie bewegten, können Sie im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam nachvollziehen. Vom Flügelschlaggerät bis zum Hängegleiter. Als erstes Museum Ostdeutschlands überhaupt erhielt es für seine innovative Ausstellung den European Museum of the Year Award. Wohl auch dank einzigartiger Exponate, wie zum Beispiel die einzige erhaltene Wanddampfmaschine Lilienthals. Wie man daran sieht, verdanken wir Lilienthal weit mehr als nur Flugzeugtechnik. Wussten Sie, dass auch die Baukastensysteme von Lego und Co. auf ihn zurückgehen? Ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Leben im Otto-Lilienthal-Museum Anklam. Ihre Spenden machen das Meer sicherer. Spenden Sie jetzt und helfen Sie, Leben zu schützen. www.seenotretter.de. Danke. Sie haben keine Lust auf Stadtverkehr und damit verbundenen Verkehrsstau in Rostock? Kein Problem mit einem der modernsten Straßentunnel in Deutschland, dem Warnow-Tunnel Ihrer schnellen Verbindung in Rostock. Und der Warnow-Tunnel verbindet nicht nur einfach die beiden Ufer der Warnow in der Hansestadt, sondern er bringt sie schnell, sicher, bequem und günstig an die Ostseeküste und nach Warnemünde. Fahren statt warten also. Sparen Sie Zeit und tun Sie gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes. Der Warnow-Tunnel, die Abkürzung in Rostock. Liebe Freunde des World Wide Webs, das ist es jetzt schon gewesen mit der aktuellsten Ausgabe von MV1, dem Magazin. Die nächste Folge sehen Sie dann ja wie gewohnt ab kommendem Freitag entweder im Fernsehen oder auch hier im Internet auf www.mv1.tv. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine angenehme, möglichst sonnige Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und tschüss.